Haben wir in den kommenden Jahren ein Goldverbot zu befürchten? Und was kannst du jetzt machen, um dich bestmöglich auf dieses Szenario vorzubereiten und dein Vermögen zu schützen? Genau um dieses Thema geht es in diesem Video, deswegen bleib dran. So, herzlich willkommen in meiner Präsentation. Ich habe die gerade schon aufgemacht und ja, im ersten Teil gehen wir erstmal darauf ein, was bedeutet eigentlich Goldverbot, dass wir mal diesen Begriff definieren, damit du weißt, worum es da überhaupt genau geht. Danach schauen wir uns dann den geschichtlichen Teil an, ja, wie häufig gab es denn das eigentlich schon und warum ist es halt so wichtig für dich, sich damit zu beschäftigen, weil es gab das wirklich schon einige Male und ich zähle da jetzt nicht nur ein, zwei geschichtliche Ereignisse auf, sondern sehr, sehr viele, dass du siehst, dass es wirklich gang und gäbe ist und dass es durchaus relevant sein kann in der nahen Zukunft, ja. Vielleicht schon in den nächsten 5 bis 10 Jahren kann das wirklich in der EU oder auch in anderen Staaten der Welt wieder relevant werden. Zum Abschluss schauen wir uns dann 6 legale Lösungswege an, die du ganz legal umsetzen kannst für dich, um dich besser zu schützen, dein Vermögen zu sichern. Und ich sage dir natürlich auch nochmal meine eigene Meinung zu diesem Thema, ob ich denke, dass das umgesetzt wird oder nicht. Naja, starten wir jetzt direkt. Du siehst die Überschrift, plant die EU ein Goldverbot, wie du dich jetzt vorbereitest. Ich möchte dich auch bitten, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben. Teil das auch, ja, wenn du in Telegram-Gruppen bist und so weiter und so fort. Lass andere Menschen daran teilhaben, weil es ist wichtig, dass dieses Wissen rausgeht und dass mehr und mehr Menschen darüber Bescheid wissen. Ja. Zusätzlich möchte ich dich auch einladen, ganz herzlich in unsere Telegram-Community zu kommen. Du findest da weiteres unter Telegram, also t.me/goodbymatrix.com. Und du kannst uns natürlich auch jederzeit kontaktieren persönlich und deine persönliche Ausgangssituation, deine Ausgangslage uns schildern. Und dann schauen wir, ob wir dir helfen können unter goodbymatrix.com/call. Okay, das war's. Lass uns jetzt direkt starten, dass wir nicht so viel Zeit verlieren. Also was bedeutet denn eigentlich Goldverbot? Das ist natürlich mal ganz, ganz wichtig, das letztendlich zu definieren. Also letztendlich ist es ganz einfach. Privatpersonen müssen ihren Besitz an Gold, dazu können dann zum Beispiel Münzen, Barren, Nuggets, Zertifikate gehören, an staatliche Annahmestellen abgeben und dafür erhalten sie dann halt letztendlich eine Entschädigung in der Landeswährung zu einem festgelegten Wechselkurs zum Beispiel. Also es ist jetzt hier sehr, sehr neutral ausgedrückt. Es ist natürlich letztendlich Enteignung, die da stattfindet. Aber es ist so, man muss sein Gold dann an eine staatliche Annahmestelle abgeben und die sagen dir dann halt, was das zu diesem Zeitpunkt wert ist, was du dafür bekommst. Und wenn du das nicht machst, dann kriegst du sehr wahrscheinlich gar nichts. Wenn sie das dann finden, dass du illegal Gold besitzt zum Beispiel, kannst dann halt auch hohe Geldstrafen, kann das nach sich ziehen oder sogar ins Gefängnis. Ja. In der Vergangenheit gab es da sogar Todesstrafen, das sehen wir dann gleich noch. Teilweise kann auch der gewerbliche Goldbesitz komplett verboten werden. Das war zum Beispiel im Dritten Reich der Fall. Ja. Also das ist nicht nur auf Privatpersonen bezogen, es kann auch sich wirklich ausweiten auf die reale Wirtschaft, auf den gewerblichen Goldbesitz. Häufig ist es so beim Goldverbot, dass Schmuck- und Münzsammlungen bis zu einer gesetzlich festgelegten Wertgrenze noch erlaubt sind. Also das heißt, du darfst eine bestimmte Menge an Schmuck besitzen, aber halt eben nicht zu viel, um dein gesamtes Vermögen zu schützen. Ja. In der Regel wird das Goldverbot umgesetzt in Zeiten einer Währungskrise. Also es kann zum Beispiel sein, wenn eine extrem hohe Staatsverschuldung da ist, wie wir es ja aktuell haben, ja, durch die aktuelle Krise auch hervorgerufen, wenn zum Beispiel eine Währung extrem abwertet gegenüber anderen Fremdwährungen und der Staat sich versucht zu schützen, dass er eben die Leute nicht flüchten, also Kapitalflucht verhindern. Kann aber auch natürlich dann kommen, wenn Inflation wirklich stattfindet, also wirklich Geld entwertet wird und ja, die Menschen letztendlich in den sicheren Hafen gehen, ins Edelmetall und da kam der Staat eben nicht einfach dran und er kann halt eben nur da über ein Goldverbot dann letztendlich diese Dinge wieder einsammeln. Ja, das eingesammelte Gold, was macht eigentlich der Staat damit? Das ist ja auch mal eine Riesenfrage, was wir viele nicht verstehen. Das ist eigentlich ganz einfach. Stell dir vor, der Staat ist komplett bankrott, es gibt eine Währungskrise, ja, und alles geht den Bach runter. So, was machst du jetzt? Der Staat ist ja gar nicht mehr solvent. So, was macht ein Staat? Um eine neue Währung ausgeben zu können, muss er ja erstmal wieder solvent werden. Das heißt, er muss eine Grundlage schaffen. Und wenn die Bürger komplett erschüttert sind und die sagen, ich habe kein Vertrauen mehr in diese Währung und in diese Regierung. Wie will eine Regierung eine neue Währung aufsetzen, in die halt die Leute wieder Vertrauen haben? So, das geht nur, indem sie eine solide Grundlage haben, Solvenz vorweisen können. Das heißt, sie müssen reale Werte, Sachwerte einsammeln. Dementsprechend, das ist dann halt hier das Gold. Sie sammeln das ein und nutzen das halt eben als Grundlage dann für eine neue Währung, die sie ausgeben können oder um ihre Kriege zu finanzieren und andere Machenschaften, ja, und so weiter und so fort. Also das ist mal ein wichtiger Punkt, warum sie letztendlich ein Goldverbot durchsetzen und natürlich dann
In Zeiten der Endzeit, ja, also in der wir uns ja gerade aktuell befinden, wenn man es mal wirklich real betrachtet, ja, also das Währungssystem, das Weltwirtschaftssystem kann jederzeit zusammenbrechen. Es ist sehr, sehr kritisch zu sehen alles, die ganzen Maßnahmen. Das heißt, wie lange kann man einen Status quo, der aktuell existiert, noch weiter erzwingen? Den kannst du nur so lange weiter erzwingen, indem du halt die Leute weiter ausplünderst, den Leuten etwas wegnimmst und so halt eben den erzwungenermaßen den Status quo aufrechterhältst. Ja, dafür kann das auch genutzt werden, eben um das alles noch ein bisschen in die Länge zu ziehen, ja, um das weiter noch finanzieren zu können. Ja, das heißt, es kann nächstes Jahr natürlich passieren, dass ein Goldverbot kommt und dann haben wir noch die nächsten 5 Jahre oder so, haben wir noch diesen ganzen Schmarrn, weil die das damit noch weiter finanzieren können. Ja. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach den aktuellen Status quo weiter zu erzwingen. Schauen wir uns jetzt mal die Vergangenheit an und das ist super spannend, weil du kannst ja eben daraus ableiten und erkennen, dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt, es immer dem gleichen Schemata folgt. Ja, und das heißt, wir können uns natürlich wegducken oder wegschauen und sagen, hey, das stimmt alles nicht und das wird niemals passieren. Oder wir schauen uns halt die Geschichte an und schauen, lernen daraus, was gab es in der Vergangenheit, kann das aktuell gegebenenfalls nochmal passieren. So, das erste, die älteste Handlung, die ich gefunden hatte, Thema Goldverbot, war im alten Ägypten aus der Zeit der 19. Dynastie, also 1292, ja, bis 1186 vor Christi, also so ungefähr 3000 Jahre zurück, Pi mal Daumen, ja, war der private Besitz von Gold verboten. Da nämlich Gold als königliches Metall galt oder als Fleisch der Götter. Und deswegen durften nur die Pharaonen und die Priester das tragen oder besitzen und auch für ihre, ja, für ihre Religionsausübung und so weiter dann halt nutzen. Aber der normale Mensch durfte das natürlich überhaupt nicht besitzen. Das war verboten und auch unter Todesstrafe. In Sparta, ja, da war das halt auch so. 404 vor Christi wurde Gold und Silber verboten, auch unter Todesstrafe gesetzt, ja, der Privatbesitz. Und auch Julius Caesar, da haben wir halt das, wo wir aus lernen können aus der Vergangenheit, ja, versuchte seine Schuldenkrise zur damaligen Zeit mit Reformen zu lösen. Also das, was wir jetzt gerade aktuell sehen in der EU weltweit, wir versuchen neue Reformen zu machen, neue Gesetze, neue, was weiß ich, irgendwelche Dinge, die angeblich die Wirtschaft beflügeln sollen. Es wird mehr Geld aus dem Nichts geschöpft und so weiter und so fort. Alles soll irgendwie aufrechterhalten werden. Man macht hier und da Reformen und denkt, man kann diese Schuldenkrise damit bremsen und beenden. Aber exponentielles Wachstum, wer sich mit dem Geldsystem beschäftigt, weiß, dass es nicht funktioniert. Aber Julius Caesar hatte damals halt auch schon versucht, seine Schuldenkrise eben damit zu bewältigen. Er hatte zum Beispiel auch damals gesagt, es gibt keine Zinsen mehr. In welcher Zeit sind wir aktuell? Wir sind in Zeiten der Nullzinsen. Ja, also man könnte auch sagen, damals hat halt Julius Caesar gesagt, okay, es gibt, darf keine Zinsen mehr erhoben werden. Ja, heute sagt man halt, es gibt halt Nullzinsen. Ja, oder wir sind ja schon bald da nahezu, dass wir Negativzinsen bekommen werden. Ja, sehr wahrscheinlich in naher Zukunft. Also sehr viele Parallelen schon. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Menschen das Geld gehortet haben. Ja, weil sie Angst hatten, weil sie nicht wussten, wie es geht weiter, wie wird es weitergehen und so weiter und so fort. Und dann 49 vor Christus gab es dann eben das Verbot von Caesar, dass niemand mehr als 15.000 Denaren in Gold oder Silber besitzen dürfe. Ja, dann auch im Kaiserreich in China in 1024, der mongolische Herrscher Kublai Khan, damaliger Kaiser von China, schaffte 1273 die Edelmetalldeckung ab. Also damals war eigentlich noch Geld oder die Wertscheine, ja, war noch mit Edelmetalle gedeckt und hat das dann abgeschafft. Dadurch wurde dann die weltweit erste Fiat-Währung geschaffen und daraufhin wurde dann natürlich auch der Besitz von Gold und Silber verboten. Das hat dann dazu geführt, dass die Herrscher übermütig wurden, Geld aus dem Nichts gedruckt haben, wie verrückt, und das zu einer Inflation letztendlich führte, dass Geld nichts mehr wert war. Und 1287 und sogar ein zweites Mal, 1309, gab es dann eine Währungsreform. Ja. Ja, schauen wir uns weitere Beispiele an. 13. Jahrhundert, König Gajshahu von Persien. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ja. Aber der hat seinen ganzen Staat bankrott, in den Bankrott getrieben durch seinen extravaganten Lebensstil. Und dann gab es auch noch eine Rinderpest. Was haben wir denn aktuell? Also damals gab es halt eine Rinderpest, auch ein Bakterium oder ein Virus oder was weiß ich, was da grassiert hatte. Und daraufhin hat er dann halt auch wieder unkontrolliert Fiat-Geld aus dem Nichts geschaffen, was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass das Geld entwertet wurde und so weiter und so fort. 1294 gab es dann die Todesstrafe für alle, die sein Papiergeld nicht akzeptieren wollten. Das heißt, es wurde wirklich unter Zwang gestellt, diese Papiergeldwährung von ihm zu nutzen. Und natürlich musste Gold und Silber im Privatbesitz
abgegeben werden an den Staat. Auch die Ming-Dynastie damals in China, 1375, Verbot vom Besitz von Gold und Silber. Frankreich hat es auch mal verboten, 1720 unter König Ludwig XV. Also auch dort war Privatbesitz von Gold verboten. Ja, der Law, John Law, der damalige Generalkontrolleur der Finanzen, ja, der vertrat eben die Auffassung, dass man mittels ungedeckter Banknoten könnte man eben den Staatsreichtum vermehren. Ja, das heißt, man kann einfach Geld aus dem Nichts schaffen und bla bla bla, Geldmenge ausweiten und dadurch werden wir alle reicher. Also es sind schon, wenn ihr nur diese letzten paar Beispiele jetzt gehört habt, sind sehr viele Parallelen zur aktuellen Welt. Ja, also das System hat sich nicht wirklich verändert. Wir können daraus lernen. Ja, also aus der Geschichte kann man lernen. Ja, damals gab es halt eben auch den Besitz, den Verbot vom Privatbesitz von Gold in Frankreich. Dann kommen wir jetzt ins 20. Jahrhundert. In der Weimarer Republik 1923 gab es natürlich auch ein Goldverbot. In den USA von 1933 bis 1974 gab es auch ein Goldverbot und es wurde damals, musste jeder sein Gold abgeben. Und dann wurde da einfach der Goldpreis festgelegt zum damaligen Zeitpunkt 20,67 US-Dollar pro Feinunze, was unglaublich krass ist. Stell dir mal vor, was aktuell eine Unze Gold kostet. Damals hat halt einfach der Staat dir dafür 20 oder 21 US-Dollar ungefähr gegeben. Ja? Sehr schön. Frankreich 1936, auch damals gab es dort nochmal ein Goldverbot. Der Nationalsozialismus in Deutschland 1936. Damals wurde dann sogar auch Auslandsguthaben, sollten zurückgeführt werden nach Deutschland. Ja, auch das wurde unter Strafe gestellt. Gold und Silber oder Gold wurde verboten. Und dann sogar nach dem Krieg, das wissen auch nicht alle, wurde von 1945 bis 1955 durch die Besatzungsmächte auch nochmal ein Verbot in Deutschland umgesetzt. Ja. Auch in Indien gab es 1963 noch ein Goldverbot, in Großbritannien 1966. Ja. Und eigentlich war halt weltweit in über 120 Staaten der Welt war eben Gold von Einschränkungen oder von Restriktionen betroffen. Und erst nachdem der US-Präsident Richard Nixon am 15. August 1971 damals die Goldbindung aufgehoben hat zum Dollar, dieser Nixon-Schock, erst danach hat sich dann eigentlich letztendlich diese Goldverbote oder diese Goldrestriktionen weltweit normalisiert und wurden aufgelöst. Ja, dann natürlich auch in der Sowjetunion war der Besitz, Kauf und Verkauf von Goldbarren und Münzen für Privatpersonen seit 1918 verboten. Ja. Auch in Polen gab es ein Verbot 1950, Volksrepublik China 1949, Einziehung von Gold und dem Silberdollar dort. Also du siehst, es gab in der Vergangenheit einige Goldverbote und das ist nichts Neues. Ja. Und du hast jetzt auch gerade so mitbekommen, was letztendlich dazu geführt hat, dass Regierungen in der Regel Goldverbote eingeführt habe, eben weil sie bankrott waren, weil es eine Währungskrise gab, weil die Menschen nicht mehr in die Währung vertraut haben zum Beispiel. Ja? Und die Staatsoberhäupter dann dachten, hey, wir können Geld aus dem Nichts schaffen. Gold wäre schön, wenn man es aus dem Nichts schaffen könnte, kann man aber eben nicht. Deswegen ist es halt wahres Geld. Nein, wir können das Geld aus dem Nichts schaffen und damit vermehren wir unseren Staatsreichtum und werden reicher und reicher. Aber es führt natürlich dazu, dass eine Inflation da ist, Geldentwertung des Geldes, die Menschen verlieren letztendlich das Vertrauen in die Währung und auch in den Staat. Wir haben eine Währungskrise und das Geld wird wertlos. Ja, es kommt eine Währungsreform, es kommt ein neues Geld. Um das neue System durchzusetzen, brauchen wir solide neue Finanzen. Das heißt, man stiehlt erstmal von den Bürgern und man enteignet sie, hat ein Goldverbot. Genau, also das ist halt letztendlich so die Geschichte, die wir jetzt mal hier einfach mal so stehen lassen können. Ja, Anzeichen für ein neues Goldverbot. Ja, was spricht denn jetzt eigentlich dafür, dass wir uns einfach mal diesem Thema nochmal wirklich beschäftigen müssen mit diesem Thema? Und gibt es Anzeichen, die das unterstreichen? Ja, es gibt einige Anzeichen. Zum Beispiel wurden die Freigrenzen beim Tafelgeschäft eben schleichend über die letzten Jahre immer gesenkt. In Deutschland war es so, dass man erst bis 15.000 Euro anonym und ohne Registrierung Edelmetalle über das Tafelgeschäft kaufen konnte. Dann wurde es runtergesenkt auf 10.000 Euro. Aktuell ist es sogar nur noch 2.000 Euro, das müssen wir uns mal vorstellen. Nur noch 2.000 Euro, das ist dann fast nur noch eine Unze Gold bald, die wir anonym und unregistriert kaufen können. Ja, dann natürlich auch die versuchte Besteuerung von Cetragold. Das gab es halt auch, das ist dann wegen Herr Scholz dann durch die Medien gepeitscht worden, dass man der Cetragold letztendlich besteuern sollte. Letztendlich wurde es dann wieder gekippt, weil dann doch zu ein hoher Aufschrei da war. Aber man versucht irgendwie an dieses Vermögen der Bürger zu kommen. Ja? Also man merkt, diese Bestrebungen sind einfach da. Dann natürlich auch mit der aktuellen Krise
Es werden aktuell viele Gesetze auf den Weg gebracht, Verordnungen und so weiter, die wirklich fragwürdig sind. Und hier können natürlich wirklich Notstände ausgerufen werden, die letztendlich dafür dann dazu führen, dass halt auch einfach das Grundgesetz zum Beispiel in Deutschland ausgehebelt werden könnte und damit dann natürlich auch wieder so eine Konfiszierung von Eigentum ganz legal durchgeführt werden könnte. Klar, Zuspitzung der aktuellen Schuldenkrise und wir können uns halt eben, wie gesagt, vorher haben wir uns die Geschichte mal angeschaut, schau dir die Geschichte an, lern daraus. Wir sind momentan wieder an so einem Punkt, wo sich die Schuldenkrise zuspitzt, wo die Menschen das Vertrauen in die Regierung und die Währungen Schritt für Schritt durch die ganzen Maßnahmen auch verlieren. Das heißt, irgendwann wird es halt so weit sein, das wird dann von heute auf morgen sehr, sehr schnell, sehr wahrscheinlich kommen. Und wer dann eben noch nicht in Edelmetallen ist, der hat dann halt ein Problem. Vielleicht kann es halt eben auch dazu führen, dass halt ein Goldverbot eingeführt wird. Ja, gibt es andere Möglichkeiten, die wir aktuell sehen, um Edelmetalle generell unattraktiv zu machen? Das ist ja auch nochmal wichtig zu betrachten. Also ja, es kann passieren, das ist natürlich jetzt nur eine Möglichkeit, ich sage nicht, dass das passiert, aber es könnte passieren, dass generell auf Edelmetalle eine Mehrwertsteuer eingeführt wird. Aktuell ist es zum Beispiel so, dass man Edelmetall, Gold, Anlagegold noch mehrwertsteuerfrei in Deutschland zum Beispiel kaufen kann. Ja. Man kann sagen, hier wird jetzt einfach generell eine Mehrwertsteuer erhoben von dem höchsten Mehrwertsteuersatz, zum Beispiel 19%, oder man macht sogar noch einen höheren, was ja auch schon gefordert wurde, dass man so eine Art Reichensteuer-Mehrwertsatz einführt für Yachten, für Privatjets, und so weiter und so fort, weil die Reichen sind natürlich die ganz Bösen und die müssen dann vielleicht einen Mehrwertsteuersatz von 40% bezahlen. Man kann auch sagen, ja, auch wer sich Edelmetall leisten kann, der soll dann halt diesen reichen Mehrwertsteuersatz zahlen. Das ist eine Möglichkeit und dadurch wird es natürlich dann extrem unattraktiv für die Menschen, Edelmetalle zu kaufen, weil die Besteuerung dann so hoch ist. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist es, man sieht es aktuell in den Medien, es wird sehr, sehr viel gebasht, es wird sehr viel Framing betrieben und so weiter und so fort. Man kann versuchen, Edelmetalle einfach negativ erscheinen zu lassen. Also, dass es halt einfach so abgestempelt wird, es ist nur ein Investment für Idioten, für Leute, die gar keine Ahnung haben. Ja? Oder es wird immer nur genutzt, um illegale Dinge zu machen, wie Geldwäsche, Terrorismus wird damit finanziert oder und so weiter und so fort. Ja. Also da kann man irgendwie versuchen, irgendwelche Geschichten den Menschen einzutrichtern, dass sie dann halt auch denken, oh, ich will da nicht als gebrandmarkt werden, als was weiß ich was. Und dann kaufe ich mir lieber doch keine Edelmetalle. Ja, die Verschärfung der Freigrenzen kann natürlich weiter verschärft werden. Das heißt, es kann weiter abgesenkt werden. Vielleicht irgendwann muss alles registriert werden, egal wie viel man sich kauft. Und damit ist natürlich die Anonymität weg. Und dann haben vielleicht die ein oder anderen Leute sagen halt, ja, wenn der Staat immer Bescheid weiß, dass ich Edelmetalle gekauft habe, dann kaufe ich lieber gar keine, weil der weiß es sowieso und der kann mich dann ganz einfach enteignen, ja. Ja, ein weiteres Thema, da habe ich auch schon mit dem Jürgen drüber gesprochen, habe ich ja auch hier ein Video in meinem Kanal, einfach mal anschauen, Einführung des E-Euro, ja, des digitalen Zentralbankenwährungen. E-Euros und damit kann man natürlich dann auch zum Beispiel das komplett einschränken, dass man Edelmetalle gar nicht mehr kaufen kann. Ja, man kann es einfach unterbinden und sagen, hey, du willst eine Überweisung machen zum Edelmetallhändler, das verbieten wir. Ja, Bargeld wird sowieso abgeschafft, ja, weil es nur noch den E-Euro gibt und zu Edelmetallhändler darfst du nichts mehr überweisen, zum Beispiel, oder es wird mit hohen Gebühren belegt. Ja, vielleicht kriegen Edelmetallhändler gar keine Konten mehr. Also das sind natürlich alles Sachen, die passieren könnten rein theoretisch. Du könntest auch sagen, hey, du willst in das neue System tauschen vom aktuellen Euro zum E-Euro und um da Gelder einzuzahlen, wir akzeptieren nur den alten Euro. Wir akzeptieren keine Edelmetalle. Du kannst hier keine Edelmetalle irgendwie umtauschen oder sowas. Ja? So, du musst hier das alte Geld nutzen, um hier reinzukommen. Also das heißt, da kann man auch versuchen, irgendwelche Beschränkungen einzubauen, dass halt eben die Menschen letztendlich ja, ihre Edelmetalle nicht mehr nutzen können, so gesehen. Klar, der Schwarzmarkt fängt dann an zu blühen, die Leute tauschen untereinander sehr wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit, also die Menschen, die es realisiert haben und verstanden haben. Aber es ist natürlich eine Rieseneinschränkung für die Menschen und das ist eine Sache, die viele davon gegebenenfalls abhalten wird, dann ja, Edelmetalle zu kaufen. Es kann natürlich auch sein, dass generell die Banken halt Blockierungen an die Edelmetallhändler blockieren und sagen, hey, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und das, ich bin da sehr, sehr gut vernetzt im Edelmetallsektor. Ich kenne einige Edelmetallhändler, die sagen, das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt so mittlerweile durch die neue Geldwäscherichtlinie der EU gibt es einige Edelmetallhändler, die den Konten gekündigt wurden oder das sehr, sehr schwierig ist, da noch Banken zu finden, die überhaupt noch dieses Business mitmachen. Also da sieht man halt auch die Bestrebungen. Ja, schauen wir uns jetzt zum Schluss noch an, welche 6 Wege gibt es denn eigentlich, wie du dich schützen kannst. Bevor wir das machen, möchte ich einmal kurz das meine Meinung dazu sagen. Sehe ich es als realistisch, dass wir im nächsten Jahr, in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein Goldverbot sehen? Ja, es kann passieren, auf jeden Fall. Du hast es jetzt gesehen aus der Vergangenheit heraus.
von den ganzen Geschichten, wann es damals Goldverbote gab. Es ist durchaus ein realistisches Szenario. Und diese ganze Krise, wenn die sich weiter zuspitzt und diese ganzen Sachen, die du jetzt schon gesehen hast, die auch immer diese Bestrebungen, Bargeldabschaffung, Edelmetalle unattraktiv machen und so weiter und so fort, lässt eigentlich die Wahrscheinlichkeit zu, also die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass das passieren könnte. Ja? Also man kann es natürlich nicht zu 100% sagen, man kann natürlich auch sagen, hey, es ist ja eher nicht möglich und das wird nicht nochmal passieren, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass es sehr, sehr häufig schon der Fall war und dementsprechend sollte man sich darauf auf jeden Fall vorbereiten. Und deswegen einfach hier 6 Möglichkeiten jetzt, wie du dich schützen kannst. Also natürlich eine ganz einfache Möglichkeit ist, nicht nur Gold zu kaufen, sondern auch auf Silber und Platin zum Beispiel als Alternative auszuweichen. Aber weg dich jetzt hier bitte nicht in Sicherheit und sag, hey, Silber wird niemals enteignet. Es gab in der Vergangenheit auch eben Silberverbote und Silberenteignungen. Ja, das haben wir auch gerade vorher gesehen. Und auch in den USA gab es zuletzt noch ein Silberverbot. Also man kann es versuchen, man kann hier streuen, dass man nicht nur Gold hat, sondern auch Silber und Platin. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese Edelmetalle davon dann betroffen sind. Auf jeden Fall ist es schon mal eine Diversifizierung und eine Möglichkeit, sich abzusichern. Ja? Dann natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur Edelmetalle besitzen, sondern halt auch andere Sachwerte. Du könntest zum Beispiel eine Luxusuhr kaufen, ja, wie eine Rolex oder andere Uhren, die bekannt sind als Investment, nutzen. Wenn man sich damit auskennt, ist das eine Möglichkeit, Gelder so gesehen anzulegen in Sachwert, ohne dass das halt wirklich enteignet wird, sehr wahrscheinlich in Zukunft. Ja, das kann einem geklaut werden, klar, aber der Edelmetallbarren natürlich auch. Kunst generell, mit Kunst kannst du dich beschäftigen. Diamanten sind eine Alternative. Ja. Anlage Wein und Whisky ist eine ganz, ganz spannende Sache. Das haben wir auch hier auf unserem YouTube-Kanal, haben wir ein Interview mit dem Whisky-Händler gemacht, also die sich genau darauf spezialisiert haben, wie du in Whisky investieren kannst. Schau dir das sehr gerne an, ist eine interessante Sache, um sich letztendlich in einen anderen Sachwert Alkohol letztendlich abzusichern. Ich werde in Zukunft, werden wir hier noch weitere Informationen letztendlich veröffentlichen zu diesen einzelnen Sachwerten. Das sind jetzt natürlich nur Beispiele, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, die du nutzen kannst. Ja, dann, wenn du schon Edelmetalle dann kaufst, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ja, ich habe selbst auch sehr viele Edelmetalle, dann möglichst unregistriert und anonym erwerben. Ja, also eben nicht, dass es jeder weiß und dann auch nicht unbedingt möglichst rumerzählen, ja, sondern halt eben das wirklich so aufsetzen, dass man unter den Freigrenzen dann bleibt und das nicht registriert wird. Ja? Dass man dann halt auch notfalls die Sachen dementsprechend vergraben kann oder verstecken kann, wenn es zu so einem Goldverbot kommt. Ja? Denn auch in der Vergangenheit gab es natürlich diese Goldverbote, aber es gab auch viele Leute, die sich da einfach nicht dran gehalten haben. Ich will hier niemanden zu illegalen Handlungen aufrufen, aber es ist halt so, dass halt in der Vergangenheit viele Leute sich nicht wirklich dran gehalten haben. Ja, genau. Dann auch noch ein wichtiger Punkt, Auslandslagerung betrachten ziehen. Ja, also Länder nehmen, die wirklich solvent sind, die nicht verschuldet sind, zum Beispiel Liechtenstein hier. Land hat gar keine Staatsverschuldung und ist unter dem Schutzschirm der Schweiz, ja, von der Schweizer Armee und hat ganz, ganz klare Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen, bietet Rechtssicherheit und hat hier die Möglichkeit, entweder im Zollfreilager oder halt auch bei unseren Partnern zum Beispiel in einem richtigen Tresor auch als wirklich als Eigentümer eingelagert, Edelmetalle einlagern zu lassen dort. Wenn dich das interessiert, das Thema Liechtenstein, du möchtest dann Kontakt haben zu unserem Edelmetallhändler und Depot. Das fängt ab 150.000 Schweizer Franken bis 250.000 Schweizer Franken Minimum an, wenn du es auf eigenen Namen dort einlagern lassen willst. Also nicht in Sammelverwahrung, sondern wirklich auf deinem eigenen Namen als Eigentümer. Da braucht man halt eben diese Minimumanforderungen aktuell. Also das heißt, bitte dann nur melden, wenn du das wirklich erfüllen kannst und wenn du das Geld auch wirklich jetzt gerade parat hast zum Investieren, ja, und du das machen möchtest. Also nicht, ich habe jetzt gerade ein Haus, welches ich veräußern möchte und vielleicht in 3 Monaten werde ich mir das dann kaufen. Also das geht nicht, weil unsere Partner sind da schon, die wollen natürlich dementsprechend den Leuten helfen, die jetzt handeln können. Und das sind diese Minimumanforderungen. Dennoch, die haben auch für kleine Leute die Möglichkeit, das heißt, wenn du jetzt einmal nur 10.000 Euro hast oder sowas, dann kannst du auch nach Liechtenstein fahren, vor Ort direkt physische Edelmetalle kaufen, in Sammelverwahrung aufbewahren lassen oder mit nach Hause nehmen. Also ich kann dir da sehr gerne den Kontakt zukommen lassen. Schweiz ist eine Möglichkeit, dort auch Edelmetalle einzulagern. Mit den letzten 2 Weltkriegen immer neutral geblieben. Galt immer als Hort, als letzter sicherer Hafen, könnte man sagen. Es gab da bis jetzt auch keine Goldverbote. Und das ist halt letztendlich dann ein wichtiger Pluspunkt aus der Vergangenheit, wie sich die Schweiz verhalten hat in den letzten 2 Weltkriegen zum Beispiel und so weiter und so fort. Ja, einfach dort auch dann Edelmetalle zu lagern.
Dann gibt es noch Singapur. Da haben wir auch unsere Singapur-Tage und Seminare, unser Partner Silver Bullion. Also dann einfach gerne mal den Artikel, den du unter diesem Video findest, in der Videobeschreibung einfach mal anklicken zum Thema, wie muss man eigentlich Edelmetalle im Ausland sicher einlagern. Und da haben wir dann auch sehr viele Informationen. Auch habe ich einen extra Videokurs vor Ort in Singapur aufgezeichnet mit unserem Partner, dass du halt wirklich in den Tresor das mal anschauen kannst per Video und so weiter und so fort. Also das ist eine Möglichkeit, ja. Also die drei Länder, denke ich, sind sehr, sehr gut. Dann gibt es natürlich noch Hongkong, aber da gibt es Probleme mit China. Und Cayman Islands ist auch noch so eine Sache, könnte man nutzen. Aber ja, ist man halt irgendwo draußen auf dem Ozean. Also ich denke, diese drei Länder, die ich dir genannt habe, hier Liechtenstein, Schweiz, Singapur, sind wirklich Nonplusultra und sehr, sehr gute Standorte, die man aktuell nutzen kann. Ja, du kannst natürlich auch überlegen, in Minenaktien zu investieren oder in einen Fonds, ETF, wie auch immer. Da musst du aber wirklich wissen, was du machst. Und in der Regel sind halt eben Unternehmensbeteiligungen nicht von so einem Goldverbot dann betroffen. Aber es kann natürlich letztendlich, wenn es weltweit umgesetzt würde, so ein Goldverbot oder es in vielen Ländern umgesetzt werden würde, würde es natürlich auch dann solche Unternehmen hart treffen. Ja, also da muss man dann auch überlegen, welche Auswirkungen hat das. Ja, zum Schluss dann noch, wo wir dir persönlich dann auch nochmal helfen können, nicht nur beim Thema Vermögensschutz, Geldsicherung, ja, gerade auch in der aktuellen Krise, wie kannst du dein Vermögen letztendlich, welches du über die letzten Jahre sehr wahrscheinlich hart erarbeitet hast, sichern, ja, da bieten wir dir verschiedene Beratungen an und können dir da weiterhelfen in diesem Bereich. Wir bieten dir halt auch die Möglichkeit an, dich international aufzustellen, auszuwandern, ja. Das ist einfach ein legaler Ausweichweg. Wenn du sagst, hey, ich bin jetzt gerade in Deutschland und ich wandere jetzt nach Thailand aus oder irgendwo anders hin, habe meine Edelmetalle in der Schweiz und in Singapur, dann kann relativ wenig passieren. Klar, die können natürlich sagen, es geht nach Staatsbürgerschaft, jeder Staatsbürger muss sein Geld zurückliefern. Dann ist die Frage, wie können sie es durchsetzen? So totalitäre Regime werden dann in der Regel ja auch nicht über die nächsten 50 Jahre aufrechterhalten werden. Das heißt, vielleicht muss man dann untertauchen. Aber ich denke, man ist wesentlich besser gestellt, wenn man ausgewandert ist, so wie ich zum Beispiel, wenn man oder unsere Klienten, wenn man sich einfach legal auch mit einem neuen Steuerwohnsitz im Ausland ordentlich aufstellt, weniger Steuern zahlt, ganz legal Steuern spart und dadurch halt auch dann mit verschiedensten Flaggen, die man weltweit setzt, sein Vermögen effektiv gegen Zugriff schützt. Ja, das war das Video über das drohende Goldverbot, ja, in den kommenden Jahren. Ich hoffe, du hattest sehr viel Spaß und ich konnte dir weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann würde ich dich bitten, gib mir gerne ein Like oder einen Daumen nach oben für dieses Video. Abonniere auch sehr gerne meinen YouTube-Kanal. Und ja, wenn dir das auch, wenn deine Mitmenschen dir am Herzen liegen, dann teile das Video doch auch sehr gerne in Telegram-Gruppen, Facebook-Gruppen, an deine Freunde, leite das weiter. Ich denke, das sind sehr, sehr wichtige Informationen in der aktuellen Zeit. In diesem Sinne, over and out, bis zum nächsten Mal. Ciao.